Hallo miteinander, schön, dass Sie dabei sind. Heute kommt wieder mal ein Klassiker, nämlich wie merke ich mir ohne großen Aufwand auch eine Zahl, die vielleicht mal 10 Stellen lang ist. Das wird immer wieder mal gefragt. Außerdem möchte ich ankündigen, dass ich im Jahr 2020 vermehrt auf YouTube und generell im Internet aktiv sein werde. Das heißt, Sie können davon ausgehen, es kommen immer wieder mal völlig neue Videos, die ich erst gerade gedreht habe, bis zum Thema Altersdemenz und was mache ich mit freier Rede und was mache ich mit Sprachen. Halt Themen, die so gefragt sind. Natürlich immer mit dem Ziel, dass man sich entscheidet, das langfristig und vertieft zu lernen. Also, für meine schon Abonnenten, es kommen neue Videos. Und jetzt dieses kleine Beispiel mit den Zahlen. Warum kann man sich eigentlich eine Zahl schlecht merken? Was ist denn der Grund? Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn kann sich merken, was es sich vorstellen kann, was es verknüpfen kann mit bestehendem Wissen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, merken Sie sich die Zahl 48.632.924,378. Die Chance, dass Sie sich das jetzt merken konnten, war gleich null. Warum? In Ihrem Gehirn gibt es nichts Ähnliches, nichts, was man damit verknüpfen könnte. Was machen normalerweise Menschen? Die gucken sich dann die Zahl an und versuchen vielleicht irgendwie eine Rechnung aufzustellen. Vorne die 48 und dann kann man plus, minus und irgendwas. Nett. Andere Leute gucken sich die Zahlen als Schriftbild an und versuchen sich das zu merken. Oder andere versuchen den Rhythmus zu fühlen. Es gibt tatsächlich einige Menschen, die sind in der Lage, sich sowas merken zu können, aber das ist wirklich die Ausnahme. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist für alle möglich. Man geht also hin und verändert die Zahlen in ein Bild für die Zahlen. Also man ersetzt die Zahl durch ein Bild. Zum Beispiel habe ich mich entschieden, Zahlen grundsätzlich mir zweistellig zu merken. Warum das so ist, muss ich jetzt nicht lange erklären. Es hat sich herausgestellt, das ist der effizienteste Weg. Wenn es geht, wenn man trainiert ist, kann man es dann auch dreistellig. Das heißt, man kann eine siebenstellige Zahl mit drei Bildern darstellen. Wir in der Schweiz zum Beispiel haben fast alle Telefonnummern eine Vorwahl und dann eine siebenstellige Zahl. Dann hat man die erste dreistellige Zahl als Bild und dann noch zwei zweistellige Bilder. Und dann hat man die Nummer mit drei Bildern im Kopf. So, wie geht das? Zum Beispiel die 01. Da habe ich irgendwann mal gesagt, ich muss ein Bild haben, was alle kennen. Dann nehme ich einen Baum, weil der sieht irgendwie aus wie eine 1. Das könnte auch irgendwas anderes sein. Eine Kerze, Pfannenmast. Da ist man gar nicht so eingeschränkt. Aber ich nehme jetzt mal zur Einfachheit halber den Baum. 02 ist eine Lampe, die ist entweder hell oder dunkel, an oder aus. 03 ist so ein kleiner Hocker mit drei Beinen zum Draufsitzen. 04 ist ein Auto mit vier Rädern. 05 ist eine Hand, hat 5 Finger, 06 ist ein Würfel, hat 6 Seiten, 07 sind die 7 Zwerge, 08 ist eine Achterbahn, 09 ist eine Katze, wo der Schwanz aussieht wie eine 9, 10 ist die Bibel, hat 10 Gebote. Diese kleinen Bilder, die ich mache, ich sehe auch noch die Bibel, ich sehe die Katze, ich sehe die Achterbahn, die 7 Zwerge, ich sehe den Würfel, ich sehe die Hand, ich sehe das Auto mit den 4 Rädern, ich sehe den Hock mit 3 Beinen. Die 02, ich zeige dann jeweils auf eine Lampe, dass man diese 02 sieht. Ich sehe die 01 als Baum und zeige den Baum an. Dieses kleine Zeigen hat die Lerngeschwindigkeit dramatisch verbessert. Da bin ich irgendwann mal vor 10 Jahren drüber gestolpert, dass das noch wichtig ist. So, und jetzt können wir wahrscheinlich miteinander relativ entspannt diese 10 Wörter abrufen. Wenn ich jetzt 1 frage oder 01, gilt übrigens für beides, dann ist 01 ein Baum. Ich glaube, jetzt nicken Sie. 02 ist eine Lampe, weil die halt hell oder dunkel ist. 03 ist ein Hock mit drei Beinen. 04 ist ein Auto mit vier Rädern. 05 ist eine Hand, hat 5 Finger. Wir wiederholen es nochmal. Ich lasse Ihnen ein wenig Zeit zum Denken. 01 ist ein Baum. 02, Lampe. 03, ein Hocker. 04, ein Auto. 05, eine Hand. Notfalls halten Sie kurz das Video an und versichern sich nochmal, ob Sie es wirklich drauf haben, sonst machen wir weiter. 06 ist ein Würfel, 07 die 7 Zwerge, 08 eine Achterbahn, 09 ist eine Katze und 10 ist die Bibel.
Sie können, wenn Sie jetzt wollen, schnell anhalten, die 10 Wörter aufschreiben, nummeriert. Notfalls halt das Video nochmal von vorne beginnen, wenn Sie merken, Sie haben da irgendwo noch was vergessen, es kommt Ihnen tatsächlich nicht in den Sinn. Es ist ein bisschen wie Häusle bauen. Der Keller muss schon sauber gebaut sein, dass Sie darauf ein Wohnzimmer stellen können. Und das ist jetzt Keller. Die Zahnbilder sollten sitzen. Wenn ich sage 07, sollte Ihnen relativ schnell die 7 Zwerge in den Sinn kommen. 08 ist eine Achterbahn, 04 ist ein Auto. Man kann die Bilder auch ein bisschen variieren. Ich könnte sagen, 05 ist ein Handschuh. Da sind wir immer noch im grünen Bereich. 06 kann ein Würfel sein oder ein Würfelspiel. Und die 10 kann die Bibel sein oder eine Kirche oder ein Pfarrer. Theoretisch ginge Moses. 02 ist eine Lampe, hell, dunkel oder Elektrizität. Oder der Lichtschalter, hell, dunkel. 01 ist ein Baum oder ein Blatt. Sie sehen, also das Gehirn ist da relativ entspannt. Schön. Wenn Sie das können, werden Sie den nächsten Schritt total als einfach empfinden. Ich nehme jetzt mal eine Zahl, die ich gerade erfinde. Die Zahl wäre 03, 07, 10, 01, 09. Also nochmal. 03, 07, 10, 01, 09. Aha. Wie kann ich mir jetzt die Zahl merken? Die war zehnstellig. Ich sehe einen Hocker, das ist 03. Da sitzen die 7 Zwerge, 07, und haben in der Hand eine Bibel, 10. Laufen da mit zu einem Baum, 01. Oben sitzt eine Katze, 09. Klar, könnten Sie jetzt weitermachen, die Katze springt noch auf ein Auto und das Auto hat das Licht brennen, 04, 02. Das sind schon 14 Stellen. Das ist der Hammer. Die sagen jetzt, ja, steht auf dem Hocken 03. Wer ist es? Aha, die 7 Zwerge 07, die lesen die Bibel 10, gehen zum Baum 01, da sitzt die Katze 09, springt aufs Auto 04, die hat das Auto noch das Licht brennend und dann sind wir bei 02. Theoretisch kann man sogar rückwärts sagen, 02, 04, da ist oben die Katze 09, die sitzt auf dem Baum 01. Ich sehe dann die Bibel, mit der bin ich jetzt zum Baum gelaufen, 10, und wer war es? Die 7 Zwerge 07, die sitzt auf dem Hocker 03, es geht vorwärts oder rückwärts. Ist wirklich cool. Nachvollziehbar? So, wo ist der Haken? Ja, Sie sollten alle Bilder haben, nicht nur die ersten 10. Das heißt, Sie brauchen ein bisschen Arbeit. Das ist nicht viel, das sind ein paar Stunden, wo man übt. Ich habe richtig viele E-Mails, das ist das, was ich am meisten geschrieben kriege. Ich hatte die hunderte Liste in kürzester Zeit im Kopf. Das ist zwischen 20 Minuten und 2 Stunden etwa. Und dann sagen die Leute, ich kann's. Bei mir sind das ein paar Videos, wo man sich das anschaut, wenn ich quasi vor Ihnen sitzen würde, wobei die Videos immer wieder mal unterbrochen werden durch auflockende Übungen, wo man was anderes lernt, dass es nicht zu einseitig wird. Aber ein gutes Zahlengedächtnis bedingt halt 2-3 Stunden Training, vielleicht auch mal 4, vielleicht auch nur eine halbe Stunde. Es kommt darauf an, wie konzentriert Sie lernen. Aber ich glaube, man hat das gefühlt. Man sieht auch jetzt, nachdem ich ja schon wieder ein bisschen quer gequatscht habe, dass da immer noch auf dem Hocker 03 die 7 Zwerge sitzen für 07, die lesen die Bibel 10, laufen zum Baum 01, da sitzt die Katze 09, die springt aufs Autodach 04, das Auto, da brennt das Licht 02, ist immer noch da. Schön, also es ist spannend, fast jedes Thema bezüglich Gedächtnistraining, wenn Sie es richtig gut aufbauen und richtig lernen und jemanden haben, der das auch wirklich beherrscht, wie man das formuliert, werden Sie merken, es ist immer relativ einfach. Das schwierigste Thema ist Sprachenlernen, aber auch da, ich habe Schüler, die nach 2 Stunden Training bereits 5-mal schneller Sprachen lernen, und zwar so Wörter lernen wie vorher und auch den Mut kriegen, vielleicht mal ganze Sätze zu lernen. Okay, also wenn Sie jetzt mehr lernen wollen und das vertieft lernen wollen, hat irgendwo unten sicher einen Knopf, wo Sie draufdrücken können, dass Sie einen Link bekommen zu meinem Kurs, der in der Regel dann auch ein bisschen günstiger angeboten wird, dass es sich für Sie auch lohnt, jetzt da reinzugucken. Dann haben Sie alles gelernt, was es gibt. Da gibt es natürlich viele andere Beispiele. Sprachen ist ein Thema, Zahlen, Spickzettel, frei reden können. Namen merken, ganz wichtiges Thema. Toll, und freuen Sie sich auf die neuen Videos, die kommen werden in den nächsten Wochen, Monaten. Es kann sich schon lohnen, reinzugucken, weil da kriegen Sie kostenlos so eine kleine Idee,
wo sie sagen, wow, es funktioniert schon wieder und das ist ja mein Ziel, dass ich sie begeistere, dass sie von sich selber begeistert sind und sagen, wow, da möchte ich mich gerne vertieft einlassen. Bis bald und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Tschüss.